Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Derbystar mal im Langzeittest. Der erste Test vom Derbystar Ball kam ja ziemlich gut bei euch an. Da war ein Kommentar drunter, dass der Ball wohl langzeittechnisch nicht so gut sei. Und das gehen wir heute auf den Grund. Ich habe den Ball über die vergangene Zeit, ich glaube es sind jetzt 4-5 Monate oder so, zwar nicht jeden Tag benutzt, aber schon so einmal wöchentlich, wenn man es hochzählt. Zwar nicht in den Videos, da habe ich meistens den Hummelball benutzt für die Knuckelbälle. Aber heute schauen wir uns an, wie er sich gehalten hat, wie er sich immer noch verhält im Dribbling, beim Schuss. Und natürlich, wie man hier schon sieht, die paar Kratzer, die werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und ja, dann gibt es von mir ein Fazit am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß im Video und haut rein. Gut, fangen wir mal damit an, wie er sich so gehalten hat. Ich bin generell ein Fan davon, einen Ball zu pflegen. Wie man sieht, er ist noch ganz gut weiß. Ist ganz einfach, man nimmt einen Lappen. Okay, hier an der Stelle war ich nicht so gründlich. Aber macht ihn einfach sauber. Das einzige, ich glaube, der einzige Ball, der nicht so sauber wird, ist der Derbystar, den ich im Knuckleball-Video hatte, wo ich den aber noch nicht mal benutzt habe, weil ich mit dem kein Knuckleball getroffen hatte. Ja, deswegen sieht er noch so gut aus. Aber es gibt Stellen wie diese hier. Zum Beispiel. Dann solche kleineren Marker, dann kommt hier schon ein bisschen die Naht raus. Ich schaue mal gerade weiter, da war noch eine heftige Stelle. Hier sind ein paar Stellen. Hier, aber da war noch eine krasse Stelle hier. Da ist schon ziemlich kaputt. Aber was mich halt überrascht ist, dass die Nähte eigentlich an sich halten. Wenn man bedenkt, dass derjenige, der unter meinem Video geschrieben hatte, dass der bei ihm komplett im Arsch gegangen ist oder halt kaputt gegangen ist, sind das eigentlich ganz normale Abnutzungen. Ich glaube, mein Hummelball, ich kann hier mal ein Video einblenden, der hat auch oberflächlich ein paar optische Mängel. Das kommt halt mit der Zeit. Ne? Ist halt ein 30-Euro-Ball, ich glaube, den gibt es auch teilweise für 25 oder weniger. Deswegen also optisch, klar, hier und da seine Macken, kommt mit der Zeit. Aber eigentlich ganz gut, immer noch. Und dann farblich, ne, hat sich eigentlich nichts verändert, weil ich den immer sauber gemacht habe. Knallt immer noch so wie vorher. Den habe ich eben fett aufgepumpt, also mit dem könnten wir ein paar Bälle schießen. Wollen wir uns mal den Ball im Test angucken. Was soll ich euch großartig sagen? Es ist ein Ball. Es gibt eine Sache, die ich euch zeigen will, die mir jetzt erst aufgefallen ist. Und zwar, wenn ich den Ball normal geradeaus spiele, dann wird er immer in Richtung des Ventils, weil es dort am schwersten ist, hingehen. Eigentlich finde ich, sollte ein Ball das nicht tun. Und das ist auch der erste Ball, der das macht, den ich habe. Meine anderen Bälle, Hummel, Derbystar, kann auch sogar mein Plastikball rollt ein bisschen besser. Ich kann das ja mal demonstrieren. Ich hoffe, man sieht, was der für Kurven schlägt. Also ich habe den Ball komplett gerade gerollt. Er zieht aber wegen des Ventils. Ich habe das Ventil extra nach rechts getan und habe es dann gerade gerollt. Der zieht ohne mal nach rechts. Beim Schießen jetzt ist es eigentlich gerade egal. Ja, das ist so ein Manko. So, dass so die Sache, die mir jetzt mal aufgefallen ist, das wird aber, ich denke mal, das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich da nie drauf geachtet habe. Aber das wird kein Ding jetzt gewesen sein, von wegen, dass das erst nach einer gewissen Zeit gekommen ist. Ja, das wird wahrscheinlich schon vom Anfang an gewesen sein. Ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. So, jetzt machen wir mal den Schusstest. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit dem Derbystar keine Knuckleball schießen kann, werde ich das auch nicht versuchen. Thank you.
brauchen da gar nicht lange drum fackeln. Der Ball ist immer noch gut. Zwar ein paar optische Mängel, das ist ganz normal. Dann halt, dass das Ventil zu schwer ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, der hoppelt halt beim Passen. Aber ich glaube, das war auch teilweise schon vorher. Ist mir aber nie aufgefallen, weil ich habe damit nie wirklich Pässe gespielt, sondern halt wirklich nur drauf geschossen. Heißt also, Langzeittestmäßig eigentlich bestanden, ne?